Wir kommen jetzt zu den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 20-3420. Die Fraktion DIE LINKE hat mir mitgeteilt, dass sie eine Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen getrennt abstimmen möchte. Es ist die Petition 1045-20. Das ist richtig so, ja, keiner widerspricht. Dann lasse ich zunächst über diese Beschlussempfehlung abstimmen. Wer ist für Annahme? Das ist die Fraktion der AfD, die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion DIE LINKE und die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist die Beschlussempfehlung zur Petition 1045-20 mit dem genannten Stimmenverhältnis angenommen. Wir stimmen nun noch über die restlichen Beschlussempfehlungen zu den Petitionen ab. Drucksache 20-3420. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist die Beschlussempfehlung einstimmig angenommen worden.